Videocheck. Hallo liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich bin's der Paul vom Videocheck und heute geht's um Light Bowl. Was ist Light Bowl und was mache ich hier auf der Toilette? Light Bowl, ne, bringt deinen Kackhaufen richtig zum Leuchten. Also wenn du deine Kupferbolzen abgeseilt hast, den Reinhold Messner ins Klo gelassen hast, ne, wenn der Lehmklumpen runtergefallen ist, ne, der Lehmtiger, dann erleuchtet Light Bowl deinen Stuhl in höchster Farbqualität mit bis zu 8 Farben. Man kann die Farben manuell einstellen, je nach Stuhlgang, den man vielleicht gerade hat, oder das Ganze in Regenbogenfarben laufen lassen. Was erwartet uns hier drin? Was erwartet uns in Light Bowl? Light Bowl ist quasi ein Bewegungsmelder fürs Scheißhaus. Natürlich müssen wir das Ganze mit Batterien befüllen, ganz wichtig. AAA-Batterien, 3 Batterien müsst ihr quasi noch zusätzlich kaufen, wenn ihr das Produkt bei Amazon links unten in der Titelbeschreibung bestellen wollt für euren Scheißhaufen. Kommen wir mal erst zur Montage. Wir machen quasi unseren Deckel einmal komplett auf, hängen das Teil hier an die Seite rein, zack. Das kann man jetzt hier nach links oder nach rechts natürlich verschieben. Ich habe das jetzt hier mal, damit man das besser sieht fürs Video, nach vorne gehangen. Und das Ganze kommt natürlich richtig gut im Dunkeln zur Geltung. Und deswegen würde ich sagen, machen wir mal das Licht aus und gucken, wie der Stuhlgang so wirkt. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Stellt euch vor, ihr seid jetzt am Kotzen hier, die Gluthölle, sie brennt. Bluh, Jörg, ne? Und das in den ganzen verschiedenen Farben. Also ich kann nur sagen, I'm a wheel about that. Die Leute müssen dieses Produkt haben. I love it. Hä? Wer hat das schon? Also wofür braucht man das? Ist auf jeden Fall geiler Party-Gag oder fürs Restaurant oder sonst irgendwo. Ne? Eine stylische Angelegenheit. Ansonsten ein schönes Geschenk für jemanden, den man nicht mag, ne? Also das ist auf jeden Fall von mir 5 Points vom Videocheck. Ist schon der Hammer, oder? Ist es der Hammer oder ist es der Hammer? Ich würde sagen, wie gesagt, der Link von dem Teil ist unten in der Titelbeschreibung, da kann man nicht viel zu sagen. Das ist einfach von 5 Sternen, ne? Also der Link ist unten in die Titelbeschreibung. Viel Spaß beim Scheißen, wünscht euch, wer Videocheck. Lasst einen Kommentar da, wie ihr das findet und Daumen nach oben auf jeden Fall für dieses tolle Rot. Die Töne Rainbow, huh? I like it! Vorne sehen wir, wie gesagt, den Knopf zum Farbe ändern oder Regenbogenfarbe halt, wie man es halt gerne mag. Und der Bewegungsmelder. Dieses Kabel hier ist quasi gleichzeitig der Halter, dass es auf dem Klo richtig sitzt. Und hier unten ist die LED. Und das Ganze soll wasserfest sein, urinfest, kotfest. Ich weiß es nicht. Ne? Schön sauber machen kann man das Ganze natürlich, indem man das in die Spülmaschine tut. Ne? Das Ding brennt nicht die ganze Zeit, nicht die ganze Nacht, sondern nur dann, wenn auch Bewegung drauf ist. Also nicht, wenn der Stuhl reinfällt, sondern wenn jemand schon aufs Klo reingeht, dann leuchtet hier natürlich diese LED. Also der Link ist unten in die Titelbeschreibung. Viel Spaß beim Scheißen, wünscht euch, wer Videocheck. Lasst einen Kommentar da, wie ihr das findet und Daumen nach oben auf jeden Fall für dieses tolle Rot. Die Töne Rainbow, huh? I like it, Rainbow, mach's gut, ciao.